Hallo, liebe Leute. Ja, meine TV- und Streaming-Tipps sind diesmal verspätet. Es war zum einen am Freitag nicht besonders so interessantes Fernsehprogramm und zum anderen, ich fühlte mich gar nicht gut, Kopfschmerzen und so weiter, aber ich glaube, ihr habt das Wetter ja mitbekommen. Ein Sturmtief ist ja aufgezogen und bam, bei mir Kopfschmerzen. Aber für heute Abend hoffe ich, dass es mir gut geht. Es ist Melodiefestivalzeit. Ja, endlich, Finale. Ja, meine Top 3 habe ich euch schon mitgeteilt. Smash Into Pieces, Platz 2 Nordmann und Platz 3 John Hendrik. Und ja, Platz 4, also nur, weil ich das so an sich okay finde, aber total overrated finde, Loreen. Ich hoffe nicht, dass sie gewinnt. Meine gesamte Familie hoffte nicht, dass sie gewinnt, denn keiner von meiner Familie mag es. Die sortieren sogar noch schlechter ein als ich. Also, ja. Also, wer sagt dann beim ESC, oh, Loreen ist toll, der hat die ganzen anderen Beiträge nicht gesehen. Deswegen empfehle ich es euch. Schaut euch Melodiefestival an, heute Abend. Guckt einfach im Internet, googelt es, sucht es, schaut es euch an. Ich empfehle es. Ja, sonst heute Samstag. Wir haben die erste Bundesliga und da haben wir zum Beispiel auch um 15.15 Uhr RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Und ja, wir hoffen, dass Leipzig gewinnt. Ja, zweite Bundesliga haben wir auch. Ist auch schon einiges wieder schon wieder vorbei. Shows haben wir heute Abend 20.15 Uhr Deutschland sucht den Superstar. Ich habe es, wie gesagt, schon Ewigkeiten nicht mehr geguckt. Und Schlag den Star auf ProSieben mit Janine Ullmann und Janett Biedermann. Sehr interessante Namensgeberei. ich werde es nicht schauen. Genau. Aber heute Abend noch ein Top-Tipp für euch. Wer keine Musik mag und vor allem keine schwedische Musik, den empfehle ich was anderes. Und zwar empfehle ich einen Film mit Johnny Depp. Das ist der beste Film mit Johnny Depp, den es gibt. Das ist auch mein absoluter Lieblingsfilm. Also es gibt noch Elementarteilchen, Erbsen auf halb sechs, so deutsche Filme, die ich tipptopp finde. Aber das ist so ein internationaler Film, den ich liebe. Dieser Film ist so toll. Als ich den als Kind geschaut habe, man bedenkt, ich habe ihn als Kind geschaut, ich wollte unbedingt einen Buchladen haben, einen eigenen Buchladen. 20.15 Uhr auf RTL 2, Die Neuen Pfoten. Der beste Film mit Johnny Depp. Er ist so Hammer. Ich liebe, 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 liebe diesen Film. Ich habe ihn aufgenommen. Ja, Sonntag haben wir auch nochmal zweite Bundesliga. Wir haben ran Eishockey. Wir haben Stoß. Wir haben Wer steht mir die Show? Also nee, wer steht? Sven regt die Show. Wer hätte das gedacht, in dieser Staffel tatsächlich zweimal kurz hintereinander die Wildcards, die Show gewinnen. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Also Hut ab. Richtig, richtig cool. Mal schauen, wie er das macht. Die andere hatte das ja richtig gut gemacht. Mal schauen, wie Sven Trick das hinbekommt. Ja, dann haben wir noch die Trucker Babes. Filme haben wir auch. Ab 9.15 Uhr gibt es eine Bud Spencer Filmreihe auf RTL. Ist jetzt nicht so viel, was da kommt, aber ne? Und ab 20.15 Uhr noch der Film All Inclusive auf RTL 2. Den habe ich tatsächlich auch vor Jahren gesehen. Fand den recht witzig. Also, wer was zum Lachen haben möchte, den empfehle ich auf jeden Fall diesen Film. Ja, Vorschau haben wir auch eine kleine. Und zwar Donnerstag, 16.03. ab 20.15 Uhr Germany's Next Topmodel. Da ist diesmal das Upstyling dran. Und ja, ich schaue. Ist ganz gut, ne? Also ist jetzt nicht verkehrt, wo ich sage, okay, aber bin jetzt auch froh, dass einige letzte Woche rausgeflogen sind, drei Stück. Bei zweien bin ich recht froh, weil die waren doch schon recht langweilig. Deswegen mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Aber letzte Woche, die Show war ja eh Hammer mit ihren Outfits, also und vor allem den Catwalk, den sie gemacht haben, wie sie gelaufen sind. Das kann nicht hier. ja, da haben wir noch Freitag, 17.03. ab 20.15 Uhr ein Anime auf ProSiebenMax und zwar Planetarian, A Storyteller of the Stars. Das hat sich total spannend angehört. Ich werde mal schauen, ob ich das dann nächste Woche wieder am Freitag hier meine TV-Tipps habe. Dann werde ich noch mal ein paar Informationen dazu raussuchen und dann
Mal schauen, um was es denn jetzt genau in dem Film geht. Genau. An meiner TV-Liste, also wie gesagt, heute ist für mich Bing, 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 Melody Festival. Melfest für Melanie. Ja. Ja, also wie gesagt, ich freue mich sehr auf heute Abend und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß, was auch immer ihr macht, was auch immer ihr schaut. Ein schönes Wochenende und ja, lasst es euch gut gehen und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss.